So, da bin ich wieder zurück. Ich sag mal so, es ist noch ein bisschen schlimmer gekommen, als dass ich nur nachgeschaut habe. Und zwar, meine Aufnahme ist abgeschmiert. Und zwar, ich wollte lustigerweise an einer anderen Stelle, genau, ich wollte was laden, weil ich eine Cutscene übersprungen habe durch einen, naja, ob es ein Glitch war, weiß ich nicht. Und ich war schon etwas weiter. Als ich dann die Cutscene euch nochmal zeigen wollte, weil ich sie ja übersprungen hatte, ja, habe ich die Aufnahme beenden wollen. Allerdings hat dann gemeint, mein Aufnahmeprogramm zu sagen, nö, ich beende sie jetzt nicht. Und dann war das irgendwie, dann hat es kurz gehangen und am Schluss war die Aufnahme kaputt. Deswegen weiß ich jetzt schon ein bisschen noch, wie es weitergeht. Nicht allzu lang. Wir werden sehen, wie weit es geht. Ich werde es euch Bescheid sagen, wenn ich es nicht mehr weiß. Aber es hat jetzt zwei Vorteile. Ich kann nämlich jetzt die Cutscene sowieso euch nochmal zeigen. Jetzt muss ich zwar einen größeren Abschnitt nochmal nachspielen, aber... Ja, mein Gott, so. Das passiert halt eben beim Aufnehmen. Darauf habe ich mich im Endeffekt schon eingestellt, dass es irgendwann mal kommen wird. Ich dachte zwar nicht, dass es bei dem Let's Play schon kommt, aber... Nun ja. So ist das, ne? Okay, hier oben war ein Medipack. Da bin ich zuerst noch hingerannt. So. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Oh, 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 oh. Ja, das war schlecht. So. Okay. Ja, es ist, war nicht wirklich so weit. Ich meine, das Einzige, was die Sequenz wirklich... Oder was das wirklich in die Länge gezogen hat, war... Als ich beim Rätsel erst nicht wusste, wie es weitergeht. Das habe ich dann selber rausgefunden. Das hat aber halt ein bisschen gedauert. Und dann halt auch einmal, als ich einen Weg näher gefunden habe. Im Endeffekt habe ich auch alles selber rausgefunden, das heißt, das Einzige, was ich euch jetzt erspare, ist sinnloses Rumgesuche. Ja, ihr werdet es ja gleich sehen, insofern. Passiert halt. Vergangenheit kann man nicht ändern. Immer positives Mindset. Das hilft, Leute. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war jetzt gerade... War das falsch? Ich bin mir gerade unsicher. Aber ich glaube ja. Oder? Aber ich sah ein bisschen komisch aus, wie sie runtergesprungen ist. Naja. Gucken wir einfach nochmal. Eine Sache gucke ich mal. Ich schaue mal kurz, ob mein Aufnahmeprogramm jetzt diesmal sinnvoll die Aufnahme beendet. Einen Moment. Okay, tut es. Insofern können wir direkt weitermachen. Nicht, dass ich jetzt alles wieder spiele. Und dann am Schluss sagt, okay, jetzt machen wir nochmal einen Aufnahmestopp. Moment, war hier nicht gerade Feuer? Und im Endeffekt, ja, kann ich dann wieder alles nachspielen. Das wäre nämlich, da würde ich ein bisschen keine Lust drauf haben. Okay, also wie man schon sieht, der Typ, der hockt da hinten, der, dem gefällt es hier. Das heißt... Ich bin echt froh, wenn ich aus diesem Apartment jetzt gleich draußen bin. Was er sehr gut kann, ist... Hier vorne hat er mich versucht abzuschießen, dann hat er mich so oft getroffen, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Fast gestorben wäre. Hä? Was war jetzt? Okay, das hatte ich beim ersten Mal nicht gehabt. So. Okay. Genau, hier war jetzt ein bisschen... Oh. Und wäre ich was falsch losgerannt? Ach Gott, genau das... Wisst ihr, was ich meine jetzt mit... Man wird die ganze Zeit angehittet. Ach Gott, ich... Ja. Nein, nein, nein! Hör doch auf, ey. Ach. Oh.
Also ich habe es beim letzten Mal das allererste Mal geschafft. Dieses Mal ist es ein bisschen schwieriger. Habe ich das Gefühl. Aber es geht. Speichern schnell, weil das nochmal zu machen... Nee. Ja, hier. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Yet. We have to get back to Prague. No, Bouchard. She isn't. But your little friend is. I'll take care of you later. It's time I visited Prague. So. Another cold, dark city. Great. Hey, England ist auch nicht gerade besser. Don't you just love this weather? Ja, sie mag das Wetter nicht, aber erstmal mit bauchfreiem Top rumlaufen. So. What do you know about that building over there? What? Okay. Entschuldigung, ich habe bei der letzten Aufnahme gesagt, ich hatte neulich die Grippe. Irgendwie jedes Mal beim viel Sprechen muss ich halt immer noch husten. Deswegen, ich werde jetzt nicht jedes Mal die Aufnahme beenden, vor allem nicht bei Cutscenes. Das macht eigentlich keinen Sinn, deswegen. Ich versuche immer meinen Kopf wegzubewegen, damit es nicht zu laut hört. Okay. The one you're watching. The one you're watching. With police tape all around it. The Vasily place? It's a murder scene. I'm a reporter. So what happened in there? Another monstrum killing. You're not from around here. No. I need information, which I'd be willing to pay for. It'll cost you. Just tell me what you have on that, on the art dealer. I gather Vasily was some kind of an art dealer. I gather Vasily was some kind of art dealer. More than that, he was involved with the Mafia. Mafia? What makes you think so? Lady, I know so. I've been investigating Vasily's activities for some time. Tell me why he was murdered then. Vasily found something they wanted and got smudged because he tried to hang on to it. They set the monstrum on him. You say he found something, do you know what it was? A painting, perhaps? Ja, im Endeffekt, wenn man die untere Frage stellt, was sie davor schon gemacht hat, fragt sie genau das da oben auch nochmal, insofern machen wir das untere. How could you possibly know that? Because of the way he was spread out all over the place. Messy. You say he found something. Do you know what it was? A painting, perhaps? I don't know about that. But he was definitely silenced. The Mafia tidied away all the evidence, took it to the Strahov. Now you're going to tell me what the Strahov is, aren't you? No, your credit just ran out. Genau, das erste wäre eine Beleidigung, das habe ich zuvor auch nicht ausprobiert, deswegen bleiben wir mal freundlich. Keep talking till the money runs out. It's not that. This is dangerous stuff, I'm telling you. I shouldn't be shooting off my mouth. You're a big boy. You can handle it. Tell me your name. Ludic. My name's Ludic. Okay, Ludic. What else? The Strahov is the Mafia center of operations in Prague. There's been a lot of activity there recently. You're well informed. I'm a professional. It's my business. I've got dossiers on all the main players. It'll cost you. Okay, I'm in. You call these dossiers? Yuck! Do you know who that is? No, he arrived yesterday. That's Bouchard. He's a Parisian gang boss. I ran into him over a personal matter. Really? Is he Paris Mafia then? No idea. Who's that? That's Eckhart. He's the Mafia top guy from what I can find out, but I know less about him than the others. They're all gathered in the Strahov at the moment. Okay.
All of them? All six major players. Eckhart and the other five. Luddick, I have to get in there. Today. How would you manage it? It's not easy. The place is heavily guarded. Security gates, cameras, ident scanners. But I could get an access code. I have contacts. It'll take me half an hour. Okay. While you're on your errand, I'm going to start with Vasilis. Be careful in there. And don't keep me waiting. It's not healthy to hang about on the streets, especially in weather like this. Stay warm. Genau. Sie sagt, bleib warm. Allerdings, nun ja, sie hat halt nicht gerade das warme Outfit an. Genau. Den müssen wir umlegen. Oh. Ja. Okay. Den habe ich lustigerweise das letzte Mal vermöbelt und beim letzten Schlag ist er hier rumgeflogen. Aber das sah jetzt auch lustig aus insofern. Gut, wir brauchen den Hammer. Den Hammer brauchen wir nämlich, um hier unten ein Gitter zu öffnen. Man kann mit allen Türen interagieren. Allerdings bringt es uns genau gar nichts. Das war nicht hier. Da vorne aber. Hä? Oh. Yep. Okay. Da war auch noch ein Hund. Und noch ein weiterer Guard, noch eine weitere Guard. Aber erstmal machen wir hier das Ding auf. Oh, man kann nicht speichern, stimmt. Sie interagiert ja auch. So. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Der Witz an der Sache ist, wenn man hier jetzt... Oh, okay. Ah, ich habe nichts gesagt. Ich wollte eigentlich sagen, da hinten ist ein Medipack und wenn man auf der anderen Seite ist, dann ist da keins, aber es war tatsächlich keins. Okay, dann habe ich wohl ein bisschen Scheiße gelabert. Okay. Ja, wie gesagt, ich erspare euch einiges, weil ich habe zuvor hier versucht, jede Tür aufzumachen. Es ging nicht. Und dann habe ich den Hammer gesucht. Ja, noch bei anderen Stellen habe ich probiert, irgendwie entlang zu gehen, aber... Ja. Hey, wir hatten doch diese eine Waffe mitgenommen. Egal, nehmen wir mal die Luger. So. Und der Hund. Den erledigen wir auch noch. Mit Freude. Warte mal, war da nicht noch ein Gegner? Da war da noch einer. Nicht? Okay, also eigentlich... Wir waren doch da zwei. Also ich meine zwei auf der einen Position hier. Naja. Wie dem auch sei, wir müssen hier runter. Ich habe versucht, den einen mit dem Schleichangriff zu töten. Auch den anderen, den ich zuerst getötet habe hier in dieser Aufnahme. Warum auch immer, wollte sie ihn nicht umlegen. Nicht so zumindest, wie wir es in der ersten Aufnahme gelernt hatten. Ich habe keine Ahnung warum. Aber, naja, sie wollte es halt einfach nicht. Stand hinter ihm, habe ihn verfolgt, habe SRG gespammt. Wie ein Verrückter, aber es hat genau genommen gar nichts bewirkt. Genau, und hier gibt es eigentlich auch nichts, außer dass man hier rein kann. Und jetzt sind wir auch schon gleich an der Stelle, wo ich aufgehört habe aufzunehmen. So, hier hoch noch und dann... Genau, die Cutscene, die ich meinte, kommt genau jetzt, weil ich nämlich das übersprungen habe, mit ihm zu reden. Und ich bin einfach direkt durch diese Tür gegangen und dann war das nämlich erledigt. I want some answers, Bishard.
Why did you want me dead in Paris? You were just a side issue. A loose end that needed tidying up. Who ordered it? A madman called Eckhart. He was putting pressure on all my operations. Threatened my family. Killing my men. You saw one of them at the church. So you sold out. A psycho, huh? A psycho, huh? The worst. Eckhart is a monstrum. Is that right? What exactly were you doing for him? I had to take delivery of a painting that was in the Louvre and bring it to the Strauhof here in Prague. My painting? That wasn't easy to get out of the Louvre, Bouchard. Seem everyone's a loser. So why Prague? Eckhart is protected by a group based in Prague called the Cabal. They're almost as dangerous as Eckhart, and at least as insane. I was told the Mafia ran Prague. The Cabal, not the Mafia. I was told the Mafia ran Prague. The Cabal used the Mafia front to distract attention from their real activities. But they're far more dangerous and powerful. Dangerous enough to use the Mafia as a front? Anyone too inquisitive about Cabal business simply disappears. Like my friend Von Croy. What was his involvement in all this? He was hired to look at one of the five obscure paintings that was in the Louvre. But he found out too much. He contacted Vasily, here in Prague, and they exchanged information. So they were working together. I found Vasily's faxes and four obscure engravings he sent to Von Croy. So, they were working together. Trading information, nothing more. Vasily worked alone. He also kept the fifth engraving back. Why are the engravings important? Each engraving contains an encoded map of a particular painting's location. So one of those engravings told Von Croy where the Louvre painting was. Yes, but your friend got careless. The faxes were intercepted by the Cabal, and then Eckhart didn't need Von Croy. It was another loose end to be tied up, like Vasily. Killed like Vasily, you mean? Why does Eckhart do that to the bodies, Bouchard, and what does he want the paintings for? Killed, not tidied up? Why does Eckhart desecrate the bodies like that, Bouchard? Ja, mein Mikrofon ist mal wieder im Weg. Killed like Vasily, you mean? Why does Eckhart do that to the bodies, Bouchard? And what does he want the paintings for? I don't know the details, but it's something to do with reviving the Cubiculum Nephili. The Cubiculum Nephili? The Sleeper? Last of the extinct Nephilim race? You've heard of the Sleeper. Eckhart is insane. He thinks he can use the Sleeper to breed the extinct Nephilim back into existence. There's no faulting his ambition, is there? So this fifth engraving that Vasily kept back is the key to the last Obscura painting. I'm going to take a look around. It'll be well hidden. Vasily was very cautious. Not cautious enough. The map in the last engraving shows a location called the Vault of Trophies. The Vault was one of the last Lux Veritatis secret strongholds, and Eckhart's been desperate to get into it. How do you know all this stuff, Bouchard? A Lux Veritatis vault. A Lux Veritatis vault? They seized all five obscure paintings in the late 1400s and hid them. The last one is almost definitely in the vault. So do you know where the vault is located? Only that it's beneath the Strauhof somewhere. And the painting is definitely there? Eckhart thinks so. It's one of the reasons the Cabal built their stronghold there. I'm going to take a look around. Are you going to leave me like this? Yes. Take a break. You've been running round a lot. I'll be back with the fifth engraving. Ja, also es war doch sinnvoll, dass ich das nochmal gemacht habe. Wie gesagt, ich wollte noch einen älteren Spielstand laden, damit ich halt eben das hier nochmal nachspielen kann, das nochmal reinschneiden kann, die Aufnahme. Aber beim Stoppen der eigentlichen Aufnahme war dann halt eben alles kaputt. Deswegen machen wir es jetzt. Okay, ja, hier war ein Rätsel. Das weiß ich jetzt auch noch und danach geht's eigentlich wieder weiter, ohne dass ich Bescheid weiß. Lustigerweise, ich habe hier etwas lang rumgesucht. Also,
mir war ziemlich schnell klar, okay, hier muss ein Rätsel sein, sagen wir mal so. Weil, naja, man konnte hier hochgehen und dann war dann wirklich offensichtlich, was man davon hat. Und dann war halt da klar, dass, okay, da hinten sind, naja, solche Dinge, die man halt eben runterziehen kann. Also hier rechts, genau. Und ich habe dann lustigerweise an den gezogen und festgestellt, okay, da passiert ja gar nichts. Und dachte, man muss hier irgendwie eine... Ach komm. Okay, jetzt weiß ich ja, wozu man das gebraucht hat, weil das war nämlich vorhin auch nicht wirklich offensichtlich. So. Wir müssen nämlich hier runter. Speicher mal. Ja, gut. My strength is increasing. Oh Mann. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Naja, auf jeden Fall hat sich nichts getan, als ich die bewegt habe. Und dann war es halt so, dass ich mir schon dachte, dass man hier irgendwie eine Reihenfolge machen muss. Und da habe ich es durch Zufall selbst rausgefunden, weil ich geladen habe. Und beim Laden dachte ich, ich habe es noch nicht gezogen. Dann habe ich es doch gezogen. Dann hat sie rausgestellt, man muss nämlich dreimal ziehen statt zweimal. Aber nicht das hier, sondern das da drüben. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch eine Rolle spielt, deswegen... Ja, wir versuchen es einfach mal ohne ihn. Wenn ich das jetzt hier dreimal ziehe, dann soll es eigentlich auch schon passieren. Und nochmal. Oh! Hä? Das ist seltsam. Weil ich habe nämlich das davor... zweimal gezogen, da ist nichts passiert und dann habe ich neu geladen. Und dann habe ich das nochmal gezogen. Und dann ging es auf. Komisch. Naja, es geht auf jeden Fall. Hier habe ich dann raus rumprobiert, weil ich dachte eigentlich, weil mir die andere Tür gegenüber aufhängen muss und da war nämlich die 9 abgebildet, dass ich hier 9 anstellen muss, aber es hat sich dann rausgestellt, es ist dann doch die 3, wie mir der Kamera eben angezeigt. Die römische Zahl 3. Das heißt, wir müssen hier 3 anstellen, Enter drücken. Nun gut. Und das waren jetzt halt ungefähr 10 Minuten, die ich euch erspart habe. Also zumindest bei dem Teil hier, weil ich ein bisschen rumgesucht habe. Und draußen war es halt auch nochmal ungefähr 10 Minuten, weil ich versucht habe, überall reinzugehen, wo es nicht möglich war. Naja. The Periapt Shards. Here's something about the Periapt Shards. They were said to be 3 weapons of light. 3 crystalline shards shaped like spearheads. No one knows how they worked. Tres Periapti conjuncti cum justitiae igne mala kingunt. So, machen wir mal alles hier. Ah, das ging nicht. Genau, da ist ja nichts drin. Das noch. Sleeper. Cubiculum Nephili. It says here, the sleeper or cubiculum nephili, a stone cask, reputed to contain the last remains of the extinct Nephilim race, buried somewhere in Turkey. Jo, wie ich schon sagte, man hätte eigentlich auch in die Türkei gekonnt, aber... Nun ja, der Türkei-Part wurde halt eben rausgeschnitten. Und das Ding haben wir aufgehoben, weil da nämlich der Ding... Das ist jetzt komisch. Ich habe... in der Aufnahme zuvor gesagt, dass diese Shards, da hatten wir ja 5 gehabt, ne? Also einmal hatten wir 5 gehabt, das war im Haus. Da habe ich ja schon gesagt, dass es komisch ist, dass sie einfach drin sind, aber das lag halt eben daran, weil sie was rausgeschnitten hatten. Und hier hatten wir, und hier haben wir auf einmal 7. Lustigerweise hatte ich in der Aufnahme zuvor 8 gehabt. Warum auch immer. Ich habe keins aufgehoben, jetzt gerade habe ich auch eins aufgehoben und wir haben jetzt 7 statt 5. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist, weil eigentlich gab es doch nur, wie sie gerade vorgelesen hat, 3. Ja, keine Ahnung. Also 31597 ist der Code. 315. Zählt keine Fingernägel. Nicht so wie in Paris. Okay, so,
Ich habe hier noch gecheckt, ob diese Map für den Vault irgendwie uns jetzt hier noch Hinweis gibt, wo wir noch hin sollen. Aber da habe ich noch mit Bouchard geredet. Da wir ja wissen, dass wir das jetzt nicht brauchen, ja, ignorieren wir das einfach mal. Und, achso, stimmt, mit der Tür mussten wir gar nicht interagieren. Wir mussten nämlich jetzt hier zurück. So, und ab hier ist es jetzt wieder blind. Hier wollte ich nämlich die Aufnahme stoppen. So, dann speichern wir nochmal richtig ab. Okay. Wo ist er denn? Wo ist er denn? In der Box hier. What the hell's going on around here? Let's see if he's got keys to this place. Warum er da drin stand und einfach umfällt, verstehe ich jetzt selber nicht. Warum? Okay. Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal raus. Ich weiß noch nicht, wofür wir die Keys brauchen, aber wird sich uns sicherlich gleich offenbaren. Vielleicht kann man jetzt hier endlich mal raus. Natürlich. Anscheinend schon, weil du machst gerade die Tür auf. Ist jetzt hier noch der andere Kollege? Oh. Did you get me the Strahov code? I told you, I'm a professional, but I want the exclusive story. Events in Paris and whatever happens here. Done. This passcode will get you into the warehouse area. It's only a low-level pass, but at least you'll be inside the complex. I can take it from there. Have you tried this code yourself? Me? No, the place gives me the creeps. Workers have gone missing and all kinds of spooky stuff. What goes on in there? God knows. I'd give my innards to find out. But it's way too gothic for me. If you uncover anything, give me first shot at it, huh? Sure thing. I also got this. It could come in handy. The Strahov is one weird place. A handy machine pistol. Gas punch reloader. No invasion force should be without one. How much? Have you seen what these can do? How much? 800 euros. Okay, let's talk in the car. The Strahov isn't far. So, jetzt sind wir im Strahov. Aber ich werde jetzt hier eine Aufnahmepause machen, weil ich habe jetzt eigentlich schon ein bisschen länger gespielt. Zwar, ihr seht es jetzt nicht, aber dadurch, dass der Spielstand kaputt war, meine Aufnahme kaputt war, werde ich jetzt einfach mal hier eine dreiste Pause einlegen und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.